meine werten Damen und Herren, ich bin's, eure Roboter-Mülltonne. Und das hier ist Dr. Auge, der heute auch mit dabei ist. Geh, Dr. Auge, oh, kleiner Dr. Auge. Meine werten Damen und Herren, es gibt mal wieder etwas zu zeigen. Und zwar habe ich euch nämlich mal in einer alten Folge, wo ich mit Lars gemeinsam gespielt habe, etwas erzählt, von dem ich euch heute mal ein bisschen was zu Ende erzählen möchte. Und zwar geht es nämlich um eine ganz besondere Sache. Lars und ich sind mal zu Rubberband Games reingegangen in einer Folge. Und da hatte ich mal von einer Insel erzählt gehabt, die anscheinend eine Geheiminsel sein soll. Diese Geheiminsel, beziehungsweise dieser eine Tipp, den man da gesehen hat, wo wir jetzt nochmal kurz hinfahren, ist ganz besonders. Denn es sieht nämlich so aus, dass wir herausgefunden haben, was es jetzt mit diesem Schild hier auf sich hat. Also, wir haben ja hier dieses Schild, was wir schon mal begutachtet haben. Und da sieht man die drei Wobblies. Einer schläft, zwei springen und es gibt eine Riesenkrabbe, okay? Einfach eine Riesenkrabbe. Und das Interessante hierbei ist, dass natürlich hintendran nochmal ein Secret ist. Und zwar diese kleine geheime Insel, die da irgendwo drauf gekritzelt wurde, okay? Ich habe das herausgefunden, wo es ist. Im Discord von Wobblies Life wurde etwas, naja, wie soll ich sagen, diskutiert, weswegen wir uns dieses Secret jetzt gemeinsam ansehen werden. Es funktioniert so. Es gibt auf dieser gesamten Karte, damit man dieses Secret bekommen kann, mehrere Knöpfe, die man erstmal verwenden muss. Dafür sollten wir uns am besten einfach mal kurz nach Hause begeben, weil wir nämlich für diese Art und Weise von Suchen bzw. von Secret Fliegen brauchen. Das heißt also, falls ihr so fleißig wart und alle Geschenke gesammelt habt, habt ihr wahrscheinlich schon den Propellerhut und den kann man auf jeden Fall sehr gut hierbei verwenden. Wir nehmen uns hier einfach mal ganz entspannt unseren Propellerhut mit. Da ist er. Den bekommt man für alle Geschenke, wenn man die alle gesammelt hat. Und denkt dran, von Update zu Update werden es immer mehr Geschenke. Das heißt also, es wird immer schwieriger, diesen Hut zu bekommen. Deswegen strengt euch lieber einmal an und dann habt ihr ihn und dann müsst ihr nicht mehr alle Geschenke suchen, weil es werden immer mehr von Update zu Update. So, es gibt einige Geschenke, die man finden muss. Das erste Geschenk befindet sich in der Innenstadt, auf einem Balkon. Und da müssen wir jetzt irgendwie erstmal hinkommen. Es ist nämlich ein Balkon, der dürfte circa hier irgendwo sein. Und hier bei diesen Balkonen gibt es etwas ganz Besonderes. Und zwar, wenn wir nämlich hier ein bisschen herumfliegen, dürften wir hier irgendwo einen geheimen Knopf finden, okay? Es gibt, da ist er sogar schon. Es gibt hier auf der Karte überall versteckte Knöpfe. Das sind so Holzknöpfe. Und die gibt es jetzt seit neuestem. Und die müssen wir tatsächlich einfach mal drücken. Und dann haben wir den aktiviert. Und was passiert? Erstmal gar nichts. Weil man nämlich alle Knöpfe drücken muss. Gehen wir gleich zum zweiten. Der ist nämlich gleich in der Brückeninnenstadt. Ist das unten drunter von diesem Boxauto-Autostopp, ist da unter der Brücke eigentlich ein Knopf versteckt. Deswegen man da von hier aus sozusagen gleich runterfahren kann. Und hier hat man gleich das Boxauto, ne? Und vom Boxauto kann man hier aussteigen und einfach mal hier runterspringen, um zu gucken, was denn hier unter der Brücke ist. Denn hier unter der Brücke waren wir tatsächlich noch nie, aber wenn man hier genau hinsieht, hat man hier den zweiten Knopf, okay? Der zweite Knopf, den müssen wir auf jeden Fall ebenfalls drücken und dann haben wir den ebenfalls gedrückt. Habe ich nicht recht, Dr. Auge? Yay! Dr. Auge macht immer diese kleinen Herzen. Das ist immer so cool, wenn man an ihn dran geht. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr auch schon Dr. Auge freigeschaltet? Der kostet ja 1000 Münzen oder so. Ist richtig teuer geworden, Dr. Auge. Aber es ist so cool, dass der in Wobblies Life dabei ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch einen dritten Knopf, den wir selbstverständlich drücken müssen. Und der befindet sich jetzt an einer ganz crazy Stelle. Und zwar im Subway. Also sprich in der U-Bahn haben wir tatsächlich einen Knopf versteckt, der wirklich so schwer versteckt ist. Ich selber hätte den niemals gefunden. Und ich habe auch keine Ahnung, wie die normalen Spieler den gefunden haben, okay? Also es gibt hier eine U-Bahn-Station. Das ist hier oben dementsprechend, ne? Aber unter der Villa. Da können wir mal kurz reingehen. Man muss bei der U-Bahn-Station in der Lage sein, nach rechts zu laufen. Da ist ein Zug. Oh mein Gott, Alter. fast überfahren worden. Man muss hier von der U-Bahn sozusagen wirklich weiterlaufen, ne? Weiter durchkommen. Und wenn man hier rechts die ganze Zeit langläuft, dann dürfte man hier irgendwo etwas entdecken, wenn man schlau genug ist. Okay? Dr. Auge, wir brauchen einen Laserstrahl, damit es hier ein bisschen heller drin wird. Weil ich sehe hier gar nichts. Okay? Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen durchlaufen, ne? Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite einfach reingegangen. Okay? Ich glaube, das ist ein kleiner Fail hier gerade gewesen. Eigentlich hätte ich die U-Bahn, glaube ich, lieber fahren sollen, dann wäre ich da, glaube ich, ein bisschen schneller gewesen. Aber wisst ihr was? Zu Fuß laufen ist immer noch am schönsten, habe ich mal gehört. Es ist so dunkel hier drin, dass man nicht sehen kann, welcher Knopf hier wo richtig ist. Guck mal, da ist nochmal eine U-Bahn-Station. Guck mal, hier gibt es nochmal eine U-Bahn-Station in der Mitte sozusagen. Und ich glaube, hier wird es auch wahrscheinlich sein. Ah, ich glaube, hier war der Knopf irgendwo.
Hier war er ganz sicher. Ich bin jetzt einfach die ganze Zeit durch diese U-Bahn gelaufen. Zu Fuß habe ich auch echt noch nie gemacht. Da ist er! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn, da ist er! Okay, das ist eine sehr gute Sache, weil das ist nämlich der nächste Knopf, den wir drücken müssen. Und zwar in der U-Bahn. Ich glaube, die Spielentwickler lieben es, uns Wobbly-Live-Spieler ein bisschen zu ärgern. Ein bisschen zu ärgern mögen die uns schon. Ich laufe jetzt mal kurz hier raus, damit ihr den Eingang sehen könnt, wo der sozusagen war. Okay, das ist der Ausgang, der hier... Oh, der hier beim Freizeitpark ist. Okay, gut. Da hätten wir schon früher drauf kommen können, aber ist nicht schlimm. Und zwar müssen wir jetzt nämlich an den Hafen fahren, an den wirklich mit Abstand schwierigsten Knopf. Dieser Knopf ist so schwierig, dass es schon fast dumm ist, so schwierig ist der. Und zwar hier am Hafen ist der, okay? Indem wir da einfach mal hinfahren, ganz geschwind. Und da ist ein kleines Problem, weil dieser Knopf, aua, sehr guter Fahrer bin ich. Wir fahren jetzt mal mit dem Jetski eine kleine Runde, weil wir müssen nämlich auf die andere Seite. Und man muss jetzt auf eine ganz besondere Sache hier achten. Und zwar dürfte hier unten an den Säulen ebenfalls irgendwo ein kleiner Knopf versteckt sein. Irgendwo hier auf der anderen Seite am Anfang. Oh, ich glaube, ich sehe ihn. Ist er das? Ich glaube, das ist er. Ja, ich glaube, das ist er. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Das ist so absurd, wie dieser Knopf versteckt ist. Oh nein, jetzt regnet es auch noch. Guck mal, wir sind einfach hier und da unten ist der Knopf einfach. Und man sieht ihn einfach kaum. Okay, die Aufgabe ist es jetzt hier so runter zu springen. Oh nein, nicht ohnmächtig zu werden. Okay, und den Knopf zu drücken. Ich habe ihn gedrückt. Seht ihr es? Da unten. Er leuchtet rot. Man stirbt zwar. Man muss also in der richtigen Zeit runterspringen, Knopf drücken unter Wasser und dann sozusagen fertig werden damit. Dann müsst ihr jetzt an einen ganz anderen Ort nochmal gehen. Und zwar, wenn es jetzt sowieso schon mal regnet, in den Dschungel. Denn im Dschungel ist nämlich selbstverständlich, wie man es sich natürlich vorstellt, ebenfalls etwas ganz Besonderes. Und zwar ein weiteres Dings versteckt. So, warte mal. Können wir hier uns kurz in die kleine Kanone begeben. Ich möchte gerne in den Dschungel katapultiert werden. Bitte, Dankeschön. Schuss! Was? Ey, ich bin mit dem Kopf in der Rakete stecken geblieben. Nein! Hey, das wollte ich nicht. Hör auf! Alter, komm da raus! Was ist denn das bitte? Alter! Oh nein! Bitte, bitte hol mich da raus! Gadget Head? Oh nein, ich habe Gadget Head aktiviert. Komm schon! Komm ran, Dr. Auge, hilf mir doch! Dr. Auge, hilf mir! Au! Alter, das Ding explodiert einfach die ganze... Yo, was? Ich muss das Spiel neu starten. Oh, Mann. Also, ich habe gerade herausgefunden, ich darf jetzt alle Knöpfe nochmal neu drücken, weil wenn man sich ausloggt, dann ist das alles wieder vorbei. Klasse. Okay, das bedeutet also, nicht ausloggen, Leute, oder nicht in der Rakete stecken bleiben, weil ihr nämlich sonst alle Knöpfe nochmal neu drücken dürft. So, da bin ich wieder. Schön mit dem Regen gemeinsam. Hole ich mir hier kurz den kleinen Flieger und glatt jetzt sofort, als ich die Aufnahme wieder gestartet habe, ist der Regen auch wieder verschwunden. Das nenne ich mal ein Zeichen. So, wir fliegen jetzt an die nächste Location. Ich habe alle Knöpfe wieder nachgedrückt. Das heißt, bitte Leute, schließt euer Spiel nicht, wenn ihr das macht. Können wir unser Flugzeug ganz gut landen und können gleich in diese kleine Stadt gehen, die gleich da oben ist. Denn hier oben im Dschungel befindet sich gleich eine Stadt. Es gibt diese kleinen verlassenen Städte, die noch nicht so richtig in Wobbly, naja, wie soll ich sagen, rein integriert wurden, sondern das sind eher so kleine Städte, die einfach da sind. Was wir aber machen müssen, ist dort etwas Besonderes zu suchen. Zwar einen Knopf. Diesen Knopf müssen wir finden. Ich glaube, hier an diesem Wasserfall sind wir schon ganz richtig, okay? Hier befinden sich ja überall diese kleinen Häuser da hinten, ne? Und da gibt es einen kleinen Orientierungspunkt, den ich euch durchgeben kann. Fliegen wir jetzt erstmal hier in dieses kleine Boot rein. Das Boot fährt uns auf die andere Seite des Raumes. So, ist eine kleine Fahrt gewesen. Und hier muss es jetzt irgendwo eins von diesen Häusern geben, ne? Wo man ein kleines Logo sehen kann, woran man sich orientieren kann. Ich glaube, es war das Rocket Car. Hier sind diese Azteken, die da irgendwie so diesen Schrein anbieten. Das war nicht ganz richtig. Wir brauchen das Rocket Car, okay? Wir schauen nochmal kurz rein. Was haben wir hier? Ist das? Nee, das ist die Alien Pizza. Das ist das Raumschiff. Das hatten wir natürlich auch schon freigeschaltet. Oh, das Schleimmonster. Das Schleimmonster ist es auch nicht, okay? In welche von diesen Häusern waren wir jetzt noch nicht drin? Auf der anderen Seite, ja stimmt, vielleicht in diesen Häusern da. Okay, vielleicht ist es doch nicht dort, wo wir jetzt gerade hingefahren sind, sondern da bei diesen Häusern, da sind ja noch mehr. So, was haben wir hier? Aha, okay. Das hier sind die Rocket Cars und eigentlich sollten hier diese Kisten sein. Genau. Und die Kisten können wir jetzt einfach hier so nehmen, kurz beiseite schieben und dann seht ihr, versteckt sich da einfach ein Knopf. Also drücken wir diesen Knopf und dann haben wir ihn endlich gedrückt. Okay. Damit
damit hätten wir jetzt schon, glaube ich, den vorletzten Knopf gedrückt und müssen uns jetzt nur noch auf den Weg machen, den letzten Knopf zu finden. Da ist ja so ein Wasserflugzeug, ne? Und dieses Wasserflugzeug kann man dann einfach nehmen, hier aus dem Dschungel rauszufliegen, weil wir jetzt an einen komplett anderen Wobbly-Kontinent müssen, okay? Weil der letzte Knopf, der ist irgendwie ganz komisch versteckt. Und zwar an einem Baum versteckt im Wald, okay? Und ich erspare euch einfach mal die Suchzeit und zeige euch einfach mal, wo dieser Knopf ist, weil es ist ganz schön nervig, den zu finden, ne? Deswegen fliegen wir da einfach mal gemeinsam hin. Und zwar fliegen wir hier an diesen Fichtenbaumwald hier, aber der ist nicht hier außen, wo wir mal auch mit dem Metalldetektor, mit dem Schatztruhendetektor so Schätze gesucht haben, ne? Sondern der ist weiter hinten. Hinten dran eine kleinere Gruppierung an Bäumen, okay? Die müssen wir jetzt gleich aufsuchen, weil dort im Schatten irgendwo ist der letzte braune Knopf versteckt, okay? Und das ist wirklich der letzte, weil dann passiert nämlich etwas und da weiß ich jetzt selber noch nicht ganz, was da jetzt wirklich passiert wird. Ich kenne nämlich nur die Locations und ich weiß circa, wie viele Knöpfe es sind. Hier irgendwo an diesen Bäumen sollte eigentlich ein Knopf sein. Deswegen schauen wir mal durch. Oh Gott, ist das hier dunkel. Ist hier ein Knopf? Hallo? Oh mein Gott, da ist er sogar. Oh mein Gott, einfach auf Anhieb gefunden. Genau, hier ist er so circa, ne? Das heißt direkt hinter der Mine. Und dann drücken wir hier den Knopf. Oh mein Gott, was passiert? Komm! Was passiert? Okay. Wisst ihr, was das vielleicht hätte sein können? Das könnte jetzt die Insel sein, die wir von Anfang an auf diesem einen Schild gesehen haben. Also wird es jetzt mal Zeit, einen kleinen Abstecher zu machen, ne? Und mal im Wasser zu gucken, ob wir vielleicht eine neue Insel sehen können. Oh nein, jetzt kommt hier Nebel. Oh Mann, als ob jetzt Nebel kommt. Wenn wir suchen wollen, kommt auf einmal Nebel. Ich bin immer mit meinem Glück unterwegs. Okay, wir fliegen einfach jetzt mal eine Runde. Oh mein Gott, da ist ein Windrad. Das sind mehrere Windräder, okay. Wir werden da schon was finden, okay. Wir machen uns da jetzt nicht verrückt. Wir fliegen hier jetzt einfach mal ein bisschen über die Docks drüber. Ich hoffe einfach nur, dass das Wetter bald besser wird, okay. Oh mein Gott, dieses Spiel legt mir immer ein Fels in den Grab. Oder ein Grab ins Fels. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, das hat so mega den mystischen Faktor. Der ist es wie bei so einem Piratenfilm hier gerade. Irgendwo muss es was geben und ich denke nicht, dass diese Insel allzu weit weg sein sollte. Hier sind die Dogs, okay. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ah ja. Ah ja. Ah ja. So, ganz, ganz vorsichtig. So, wir parken mal hier. Wir parken. Nein, bitte ertrink nicht. Okay. Das sieht mir hier nach dem finalen Knopf aus. Wisst ihr, was ich denke? Das ist möglicherweise der letzte Knopf, der etwas ganz Besonderes macht. Und zwar mit deinem Pfeil, der schon dahin zeigt. Ich glaube, das könnte diese Riesenkrabbe sein auf dem Bild. Ich mache mir jetzt gerade nur ein bisschen Sorgen, dass wenn es bewölkt ist, dass wir die einfach nicht sehen. Deswegen warte ich kurz, bis wir besseres Wetter haben. Jeho! Da sind wir wieder. Und jetzt haben wir bestes Wetter. Und ich bin bereit, um die Krabbe zu sehen. Seid ihr ready? 3, 2, 1. Let's go! Oh mein Gott, was passiert jetzt? Da ist sie, die Krabbe! Oh mein Gott, und wir haben den Dancing Crab Head freigeschaltet. Alter, ist das eine Riesenkrabbe. Hey, Krabbe! Oh mein Gott, ist die riesig? Yo, was? Es hat sich ja richtig gelohnt, sogar mit Feuerwerk auch zusammen. Oh mein Gott, ist das nice. Ich hab sie gefunden, ja! Wisst ihr, was wir probieren? Wir probieren mal auf die hinzufliegen. Mal gucken, ob wir die berühren können. Alter, das ist einfach mega das coole Secret. Alter, ist die riesig. Okay. Oh, nee. Ah, oh mein Gott! Ich bin gegen die Wand geflogen. Nein! Krabbe! Du bist hinter einem Schutzschild. Man kann gar nicht zu dir herkommen. Nein! Bitte. Aktiviere deinen Hut! Nein! Ich bin gestorben. Da ist sie aber wieder. Oh mein Gott, Alter, man kann die einfach von hier hinten auch noch tanzen sehen. Aha. Oh yeah. Okay, alles klar. Nicht übel, muss ich sagen. Sehr, sehr cooles, sehr, sehr heftiges Secret. Es ist eine verdammt riesige Krabbe. Sie ist wirklich riesig. Und ich finde sie sehr nice. Das war eins der größten Secrets hier im neuesten Update. Wir werden natürlich auch die kleinen Secrets, die noch anstehen, natürlich ebenfalls noch machen. Was ich jetzt natürlich noch machen muss, ist mich mal kurz umzuziehen, um zu gucken, wie natürlich der neue Hut aussieht. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Wir schauen mal rein. Wir können uns sogar bei unserer Mutter umziehen. Mutter! Einfach bei der Mutter mit Helikopter gelandet. Nein!
Komm schon, aktiviere deinen Hut. Okay, nice. Okay, schauen wir uns den neuen Hut an. Der neue Hut sieht aus wie folgt. Das ist er. Oh, okay. Okay, das ist ein sehr nices Outfit. Ich ziehe mir mal hier so ein rotes Outfit an. Das ist das neue Outfit. Es ist einfach so eine tanzende Krabbe. Ist das cool? Das ist wirklich nice. Wir haben mal so eine tanzende Krabbe als Hut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Das war das Secret. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Wobblies Live wieder. Gebt ein Like, lasst ein Abo da. Es gibt viele coole Wobbly-Videos. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao!